Was denn? Schalten wir die Lampen da hinten rein? Ja, die ist immer eh. Ja, die ist alles. Ist geil. Wo ist denn der Schalter? Da. Wofür, wo gibst du mir? Jetzt können wir Action machen. Hey Robert! Das wäre doch mal was. Fangen wir jetzt so, als geschickt. Na immer. Hat sie ein Drehbuch gelesen? Ah, scheiß da unten drauf. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der DHC-Freunde Bayern. Ah, war das anstrengend. Ist denn heute schon Weihnachten? Wir haben hier, keine bereit, Schnee. Nach dem Intro geht's los. You can feel this energy. Energy, energy, energy. You can feel this energy, energy. So, wir haben wir jetzt da. Jetzt fangen wir mal an. Jetzt geht um den Ernst der, Stunde geht jetzt los. Aber muss das immer so hell sein? Ich sehe einen Robert gar nicht. Das ja, ist dem, so. Das will ich auch so. Also, wem haben wir hinten da? RC Performance. Ein Matze. Aber ich war noch gar nicht in der Maske. Wahrscheinlich glänzt sie wahrscheinlich wie Sau, weil das so blendet. Ging noch gar nicht richtig los. So, da war schon dreckige Hände. Im Hoss reparieren, weil der Andreas das nicht auf der Reihe kriegt. Ich freue mich auch, dass du bist. Nur danke. Also zuerst einmal Dankeschön für den Kaffee. Für den Kaffee, ja. Rechts war der Kaffee, aber schon wieder leer. Also. Wir haben einen ERC-Performance-Chef da. Das haben wir schon mal gesagt, aber irgendwie glaube ich ist das untergegangen. Ja. Schau. Alles drauf. Alles drauf. Sind wir ja im Mai bei der Neueröffnung gewesen, ne? Von deinem Laden. Beim Umzug. Beim Umzug. Ja, genau. Und danach. Ja, stimmt. Beim Pizzaschnabulieren. Ja, ja, mega. Ja, genau. Und da haben wir ins Sledge ausgefahren. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, nochmal angucken. Ja. Erst dann weitergucken. Erst dann weitergucken. Erst das andere Video und daher nochmal hier anfangen, genau. Oder? Ja, sicher. Du kannst ja nicht mit, der dritten Staffel anfangen, die ich schon noch nicht gesehen habe. Ich habe eine Frage vorbereitet. Ne? Weil lang gibt es denn deinen Job eigentlich schon? 2007. Das ist aber schon lang. Hast du eigentlich schon lange gehalten in der Branche, ne? Ja, kann man schon so sagen. Hat man irgendwie gemerkt, so Corona-Zeit oder so, ging es da ein bisschen. Corona-Zeit war super. Da, also da, ist tatsächlich das Geschäft gestiegen. Das war doppelt so viel Umsatz tatsächlicherweise. Klar, die Leute sind alle daheim gekocht. Die wussten nicht, was sie tun sollten. Ja, ja, genau. Und dann kam irgendwann mal so ein Anruf, du, ich brauche ein paar Ersatzteile. Ja, dann. Ja, und dann irgendwann mal sage ich so, ja, das habe ich alles. Und dann habe ich mal gefragt, ja du, wo hast denn du dein Auto gekauft? Wie, ich hab noch gar kein Auto. Und das war die allererste Stunde, wo ich den Knallhirsch da kennengelernt habe. Ja, und seitdem? Jeden Tag eigentlich Kontakt, spätestens nach zwei, drei Tagen, wenn wir keinen Kontakt haben. Ey, Alter, was ist los? Du bist so weit runtergerutscht in WhatsApp. Ja, und seitdem kennen wir uns. Ja, genau. Du hast aber echt lang gebraucht, bis du mal zu mir gekommen bist jetzt. Ja, mein Gott, wenn du am falschen Ort wohnst, die Hauptstelle von RC Performance ist bei Augsburg. Ja, das ist aber jetzt keine Ausrede. Wir waren schon dreimal bei dir. Ne? Das stimmt. Also, deswegen sind wir heute, mit meiner Frau bin ich heute gekommen. Das ist die Mrs. RC Performance. Ja, genau. Und dann habe ich eben den Bäcker kennengelernt. Ja, genau. Das der Brezelbäcker. Der Brezelbäcker. Bin noch nie, ne? So ist genau. Das gegangen. Dann beim Umzug kaufen, dann zur Mini-Z-Challenge in unserem Keller. Oh ja, die war, stimmt, die war auch super. Die war genau. Sah unten in der Beschreibung. Wo ins Sledge gewinnen wollte und hat es dann doch nicht geschafft. Ja, ne? Weil er halt einfach nicht fahren kann. Ja, ist egal. Kann er nicht, fahren kann er nicht. Ja. Mei, mei. Aber gut aussehen kann er, gell? Das kann er. Ja. Also ich muss schon sagen, also der Andi, der hat wirklich mehr Autos wie ich im Laden. Tatsächlicherweise. Ich sage mal, zu 95% sind die alle von uns kommen, oder? 90, 95, ja. Und ich bin echt geflasht, jetzt ist das Licht ausgegangen. Ja. Jetzt hat einer schon Stromrechnung gezahlt. Ah, Robert, jetzt waren wir gerade so drin. Eben. Aber was dann nicht am Film fehlen? Vorher Licht und dann auf einmal nicht mehr Licht. Oh, wir haben das doch dokumentiert. Wir haben doch gesagt, jetzt ist das Licht ausgegangen. Achso, ja, okay, also da haben wir ohne Licht weiter. Das ist, Wahnsinn, das ist also genial. Das sieht echt cool aus. Und ich weiß noch, wo der Andi gesagt hat, also der Andi ist er, falls du es noch nicht kennst. Ja, mein Regal ist voll, ich kann kein Auto mehr kaufen. Und irgendwann bestellt er wieder aus und sagt, du, der Regal ist doch voll. Ja, ich habe ein Regal gebaut, wieder ein neues abbaut. Guck mal, Mann, sehr bitter, ein neues Regal. Da dachte ich schon, okay, alles klar, die nächsten zwei Monate sind wieder gesichert vom Umsatz. Und ja, aber was viel wichtiger ist, ist denn heute schon Weihnachten? Fast. Weil. Ja.
Klein Matze hat was mitgebracht. Genau. Ja, genau. Da haben wir das einmal präsentieren. Da, erzähl mal, was hast du denn alles Aufkleber. Dabei? Aufkleber. Würde meine Frau jetzt sagen, aus dem Schwäbischen kommt der. Genau. Aus dem Schwäbisch Hall, die sagt Aufkleber. Dann, dass es im RC-Auto gut duftet, ne? Genau. Zwei Tage stinkt es nach Chemie, aber danach stinkt es ungefähr nach Apfel. So drei Tage. Also genau. Kann man auch gut brauchen. Schöne T-Shirts in Triple XL. Video irgendwo genau. Gesteckt. Wow. Genau. Ja. Was ist noch dabei? Ein Auto. Ein Auto. Und ein Brummbrumm. Ein Brummbrumm. Ja, von DF Models, am Crusher Race Buggy. Also das Brummbrumm von DF Models. Ja, leck mich am Arsch, das ist wieder ein geiles Video. Das ist genau auf meinem Niveau. Genau. Also wir verlosen das Brummbrumm. Was haben wir denn für Teilnahmebedingungen? Also wir können es wieder wie bei den letzten Videos machen, einfach, dass jemand den Hashtag drunter schreibt, Hashtag RC Performance. Genau. Ja, aber schon ein bisschen kreativer sein, also nur Hashtag RC Performance, dann macht es einfach ein Gesetzle drunter, für was ihr das nutzen wollt und das Kreativste gewinnt. Teilnahmeschluss Ende 28. Oktober. Ja, genau. Ende 2028. Ende 28. Da gibt es wahrscheinlich schon wieder zwei, drei Nachfolger von dir. Wahrscheinlich. Nee, also Ende Oktober. Ende Oktober machen wir. Ende Oktober und ja, genau. Dann werden wir den Gewinner verkünden. Genau, dass er pünktlich zu Weihnachten bei euch ist, ne? Ja, auf jeden Fall danke, dass du unsere Fans so, sure, so unterstützt. Cool. Und was dann natürlich noch super cool wäre, wenn derjenige, der das gewinnt, auch mal ein Video hochlädt mit Hashtag Erzählperformance, wie man dem auch fährt. Mit Cabby an und... Ja, in voller Montur. Genau. Ja, genau. Was seid ihr noch für Anliegen? Was hättest du denn? Wir planen eventuell nächstes Jahr ein Bescher-Treffen zum Mal. Okay. In einem Münchner Raum. Ja, cool. Machen wir. Bist du dabei? Ja, logisch. Also das haben wir eigentlich schon mehr oder weniger fest vor, dass wir das nächstes Jahr irgendwann in Angriff. Aber ihr habt ja ganz viele Follower, die auch aus ganz Deutschland kommen. Ja, die und? Verstehen die doch gar nicht. Das könnt ihr jetzt ins Video mit denen. Du musst einfach mal... Ja, hallo, see, das könnt ihr ins Video. Aber dein Dialekt versteht doch kein Mensch. Da hängt er wieder sehr untergebracht. So lustig. Du müsstest eigentlich nicht ein Modellauto verlosen, sondern ein Duden, ein bayerischen Duden. Mei, oh mei, dass das mal jeder hier versteht, euer Dialekt. Das kommt jetzt wieder noch gar nicht hin, das ist ja noch gar nicht sicher. Chemie heißt es jetzt, das wird alles rausgeschnitten. Was? Das, was wir jetzt geschwätzt haben. Ja, das von der Wiese. Das ist eine absolute Zensur hier, das ist verboten. Das ist mir ja wie in der Politik hier schon. Mein Gott. Auf alle Fälle haben wir vor, dass wir besser treffen wollen. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Nee, das hört sich gut an. Aber davor gibt es eh nochmal ein Video, wenn ihr mal wieder in Rommelshausen vorbeikommt. Ja, unbedingt. Kennen wir mit Sicherheit wieder. November, Dezember habt ihr ja mal gesagt, kommt ihr vielleicht nochmal vorbei. Ja, Freiler. Schauen wir mal, wie es zeitlich hinhaut. Sure. In die heiligen Hallen. Mhm. Und RC Performance. Genau. Apropos heilige Hallen und RC Performance. In die Kommentare taucht öfter mal eine Frage auf, ob du feste Öffnungszeiten hast. Habe ich nicht. Genau, weil das interessiert die Leute, glaube ich, schon. Erzähl mal, wie ist am besten, wenn man bei dir was bestellen will? Telefonisch, WhatsApp, irgendwas. Naja, also ich habe damit angefangen, eigentlich immer den Laden offen zu haben, aber den ganzen Tag dann rumzusitzen und es kommt dann gar keiner, das macht keinen Sinn. Mhm. Und dann kommen dann auf einmal fünf gleichzeitig. Und deswegen habe ich das jetzt eingeführt, nur noch über E-Mail oder telefonische Vorabanfrage. Da mache ich einen festen Termin zum Beispiel aus und dann kommen die Leute. Optimal, genau. Dann kommt zum Beispiel einer um 5, der eine um 6 oder der eine um 3. Dann habe ich halt wirklich eine Stunde Zeit. Klar, wenn einer nur einen Ersatzteil braucht, rein, raus, das ist klar. Aber so für die Beratung ist das halt wichtig. Und erstmal bin ich dann nicht so nervös und gestresst, weil wenn fünf Kunden da sitzen, dann weiß ich nicht, der erste möchte vielleicht nur eine Karosseriesplinte, hält mir aber eine halbe Stunde auf. Dann der nächste und so kann ich das halt genau timen und habe dann genau Zeit für den Kunden, um das Ideale halt für ihn rauszufinden. Genau, und halt die ideal. Zeit. Ja, und so habe ich das dann eingeführt, eben nur mit Vorabanfrage und das funktioniert ganz gut. Ja, genau, cool. Und da ich halt ein One-Man-Show bin, also ich mache alles alleine, funktioniert das sonst nicht anders. Ja, muss man auch mal einen Termin geben lassen. Genau. Ich könnte eine Beratung brauchen. Eine Beratung? Was brauchst du denn schon wieder, Jacqueline? Hä? gestern hat mich übrigens noch Österreich angerufen. Und das wollte, ja. Und, ne, die Jungs, wo an der Öffnungsfeier da waren, die haben mich angerufen, haben ein paar Fragen gehabt, aber voll lässig. Voll okay, hat sich voll gefreut. Die, wo 400 Kilometer Anreise gehabt haben mit den zwei Kinder. Die zwei Kinder, ja cool. Voll lässig. Weil die hatten dann danach noch bei uns T-Shirts. Mega. Cool. Also gut, geht raus nach Österreich. Ja, genau. Schöne Grüße, ja. Genau. Servus.
Da haben wir noch ein Geschenk für dich. Warte, ich hol mir. Oh, du hast ein Geschenk. Geschenk. Warte, jeder, der bei uns. Das ist immer super. Ich komme jetzt jede Woche einmal. Jede Woche ein Geschenk. Mindestens. Ein Geschenk. Ein weißes Kopfkissen. Da du ein Modellbauer bist, ne? Ja, und? Ist das, musst das erst zu einem Modell bauen? Ich wollte gerade sagen, ist das ein Bausatz? Das habe ich übrigens von meiner Mutter gelernt. Immer schön in die Eckernei. Du musst immer schön in die Eckernei. Oh, super. Und Grüße an Mama, gell? Ja, ich grüße auch meine Mama. Ah, super. Es ist unser größter Fan. Genau. Unsere Videos. Sehr gut. Mal, guck mal, da noch schön eins, Löchle. Ah, super, wie du das machst. Mach ganz das wichtig, da, ganz wichtig. Meine Zunge ist auch mal draußen, die ist immer dabei. Mir, ja. Ja, hilf mir. Ja. Die muss immer dabei sein. Jeder lacht immer. Guck mal, deine Zunge ist schon wieder draußen. Das gehört auch dazu. Das hat der Matze. Und was sagt er? 1A. 1A ist das O. Also mal vielen, vielen Dank. Ja, okay, ich kann endlich in der Nacht mal auf ein gescheites Kissen sabbern. Ja, genau. Nein, ich hätte überlegt, ob wir die Melone da durch den Ring durchwerfen. Das machen wir. Du wirfst als Erster. Weil ich wette mit dir, dass das Ding nachher Mausi ist. Was ist Mausi? Der Ring. Warum? Ich fange so hinten dran. Ja, aber. Fangen wir mal. Wie ist es? Und? Bei drei. Eins, zwei, drei. Ja, geht doch. Jetzt? Also, drei, vier Locken tut man aber noch mal her, das Ding. Rutscht schon wieder mal rum. Und, kommst du auf dich heim? Bereit? Nicht, da ist mein Roll. Bereit? Eins, zwei, drei! Oh, Mann! Hauptsache die Melone gerettet. Ich hab durchgetroffen! Naja, nee, nicht wirklich. Melone, oh Gott! Wo ist er? Oh, Schaden. Mausi! Oh Gott! Hey, wo ist er? Schau! Mini! Oh Gott, das gute Ding. Jetzt bin ich gespannt, ob sie noch Gatte. Hey, Mann, wo ist er? Ich bin einfach abgeschossen. Oh Gott, warte. Ja, der war durch! Der war durch! Ja, ja, ja. Der war durch, sind halt so eine Fange geht. So, letzte, da die Song gehen wir raus und dann mal ein bisschen Action mal. So, Sonnenbereich ist beendet, jetzt schauen wir mal seine fahrerischen Skills, da mal jetzt mal überschauen. Ja, gucken wir mal, was er drauf hat. Gucken wir mal, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, wollen wir mal ein Wettrennen, wer am schnellsten rundum ist. Ja. Also auf der Rennstrecke wir haben nicht, weil es regnet. Ja, aber das ist ja auch wie eine Rennstrecke. Ja, also eben. Wir haben jetzt eine Indoor-Rennstrecke. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, wir fahren auf Zeit, dass es trotzdem ein Rennen ist. Also leider nicht Scale. Scale? Auf Zeit Scale? Ja. Na, Scale ist eigentlich eher langsam und smooth. Genau, so ja, müssen wir die Zeit. Normalerweise ist das schnelle Fahren gar nicht mein Ding, aber I do my very best. Also der Matthias macht sich bereit für seine erste Runde. Genau, bin ein bisschen aufgeregt, aber nur ein bisschen. Alles gut. Und auf die Plätze, fertig, los! Ah, schau hin! Alles ist zügig unterwegs, gell? Konzentriert. Oh Gas geben. Lieber sauber drüber, ne? Ja. Ja. Sind nur 5 Sekunden gewesen. Plus die Zeit. Ich muss ja ein bisschen Chance geben. Plus die Zeit, die es halt dauert, bis das Auto wieder steht, ne? Ja,
Jetzt hast du gut. Was? Aus. Nicht eine Minute 27. Plus deine 5 Sekunden. Ist das drauf? 1,27. 1,32 dann. Also 1,32, ja? Na, oh, schon ja. Je, je. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Chef so. Ja. So, dann? So, bereit? Die Ding klammern? Die brauche ich nicht. Ja, ich. So. Bereit? Und? Los. Hehe, ich kann so nicht arbeiten. Wenn du rückgegriffen hast, ist das gut. Sei froh, er war nicht nass. Wie oft bist du die Strecke schon gefahren, Andi? Zweimal. Ja, bestimmt 200 Mal wahrscheinlich, weil du hast ja gebaut. Ich war nicht dabei. Ja, genau. Du wirst ja ganz genau, wo er fahren muss. Ja, wir haben ja das so gebaut. Ja. Jetzt kann ich bloß noch hoffen, dass er da wenigstens abfliegt. Dann habe ich noch ein bisschen eine Chance wenigstens. Uiuiuiui. Oh, das wird nichts. Wir sind schon über eine Minute, Andreas. Das wird nichts. Gib Gas! Komm! Ruhe! Eben, vorne hast du selber gesagt, gib Gas! Ah! Eieieiei! Ja? Ich hab Gas gegeben! Dafür fuhr ich da nicht runter! Oh. Oh. Dann hast du die Kiste erwischt! Stopp! Oh. Scheiße, 1,32,7. Was? Wenn ich mehr brauch? Ja. Musst du noch deine 5 Sekunden noch drauf. Okay. Scheiße. Okay, mein Mikrofon. Ja, voll. Scheiße. Scheiße, oh je, oh je. Der Druck, der Druck, Leute. Das kann doch nicht sein, oder? Wie cool ist das, du dich? Habt ihr jetzt fertig aus? Boah. Der macht sich von mir. So. Ich muss echt sagen, das ist ein jetzt kann das kann ja nicht sein, oder? Das macht schon Spaß. Also bin ich zumindest bin ich nicht der Letzte, optimal. So, jetzt lang durch den Tunnel. Boah, in den Tunnel. Warum sind die so schlecht? Warum sind die so schlecht? Nein, nein, ich bin nicht so schlecht. Boah. Ich gebe zu. Oh, das Licht aus. Oh, das ist finster. Uiuiui! Oh, das ist aber jetzt ziemlich. Haha, es war knapp. Verdammt! Der ist umgekippt. Ne, geht. So, was? Oh! 1,19. Ja! Oh. Mega! Geil! Richtig am Arsch! Cool, jetzt bist du dran! Auf die Plätze! Fertig! Los! Boah! Ich schneide die Windel. Oh, Scheiße! Das kostet Zeit.
Und das klingt so komisch. Eine Minute 7 plus 5. Wow. Oh. Ja, krass! Lecker mir! Der war noch schneller wie ich! Scheiße! Ja, Wahnsinn! Also das geht nicht, dass der schneller ist, aber das ist ja normal beim Robert, ne? Okay, ist halt so Penne. Gar nicht. Ein Verlierer abklatscher. Ja, du hast dann 1,12 und hast 1,19. Der Robert, der erste einfach der Champion, egal um was es geht, driften alles. Ja, okay, passt. Ich will einfach Revanche. Da muss ich noch mal starten, weil das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Auf die Plätze fertig. Ja, los. Warte mal. Nein, stopp mal. Auf die Plätze fertig. Scheiße. Ja, da unten ist fies, da bleibst du gleich hängen irgendwie. Ja, weil die Reifen nass sind. Oh, das war, boah, jetzt halt am Limit, Matches. Ja. Es gibt da alles. Ja, aber das kann manchmal Fehler sein. Ja, da geht noch. Alles gut. So, ich glaube, da gehört mal ein bisschen Getriebeerwartung her, so wie der klingt. Oh. Oh. Nein, ja. Das gibt's ja nicht! Okay, das ist schon mal ja. Und gleich kommt er wieder rum. Sehr schön. Echt, das ist wirklich. Oh. Was ist denn heute los? Fahr weiter! Ey, du musst weiterfahren, die Zeit wollen wir wissen. Die Zeit läuft. Eben. Wir nehmen dann die bessere von beiden. Ja, super. Aber okay, dann wird nicht. Andi, was ist los? Eben. Bist du nicht stressresistent oder was? Vorher hat er noch so angegeben. Mann! Ne? Jetzt. Ein Gasteilakt. Gas? Nein! Ja. Das gibt's nicht. Du bist drauf. Ich kann unter Druck nicht fahren. Ich kann Ecke schnell rufen. Ich kann nur scalen. Ich kann nur scalen. Eieiei. Stopp! So, Schatz. Was kann man? Ich fahr du mir schlecht, aber ich kann es nicht fahren. Dann fahr mich! Fahr mich! Nein. Nein, ein bisschen zu sehen ist. Outro! Seid ihr bereit? Das? Wir sind immer bereit. Also, kann ich bereits die, keine Ahnung, 5., 6., 7., keine Ahnung. Folge 5 müsste es sein, ja. Keine Ahnung, kann ich bereits mit Matze ist beendet. Okay. Wir haben uns zu einer kleinen Challenge herausgefordert. Leider habe ich ihn gewinnen lassen. Naja, warum gewinnen lassen? Eigentlich hat der Robert gewonnen, ne? Ja, stimmt, ja genau. Kameramann, genau. Genau, der Kameramann hat gewungen. Jetzt sehen wir wenigstens den Namen im Bild. Hast du ja mal drauf, oder? Nee, nur das Auto. Ja, Scheiße. Also wurscht. Ist ja doch nicht. Also in diesem Sinne, ja. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja noch zwei weitere Videos anschauen. Schaut mal bei Matthias im Shop vorbei. Unten ist der Link in der Beschreibung. Perfekt. Bei Fragen über RC-Sachen. Gewinnspiel nicht vergessen, ne? Hashtag RC-Performance. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und einen kreativen Beitrag dazu schreiben. Ganz wichtig. Und ja, haben wir sonst noch was? Nö. Nee, da sind wir fertig. In diesem Sinne. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, uns nicht vergessen, auch drei Freunde Peace. Ja, Peace. Sehr schön. Super. Das kannst du auch schon auswendig von dem Träumchen. Ja, wahrscheinlich. Das sage ich in der Früh, wenn ich aufstehe. Ja, genau.